Hallöchen, ich bin in dem Örtchen Barbe und da möchte ich euch in dem heutigen Video zeigen, was die hier für einen prachtvollen Zuweg haben Richtung Strand mit diesen ganzen Bögen, die schön zusammengewachsen sind. Ich bin jetzt mal zu Fuß unterwegs. Da ich irgendwie gerade keine Lust habe, das mit dem Fahrrad zu machen, weil es hier in diesem ganz kleinen Örtchen mit dem Fahrrad innerhalb von 5 Minuten fast erledigt ist, würde ich mal sagen. Aber trotz allem gibt es ein paar schöne Ecken. Die Videos hier, die einzelnen Seebäder oder Ostseebäder beschreiben und zeigen, aus meiner Sicht, sind alle sehr kurz gehalten, aber deswegen nicht weniger schön, so wie die Aufnahme von diesem kleinen Spatzen zum Beispiel. Auch sowas muss gezeigt werden. Auf jeden Fall wird es hier so das ein oder andere kurze Video geben von den Orten. Und ich hoffe, die gefallen euch auch. So wie hier dieser kleine Zuweg Richtung Strand mit so einer parkähnlichen gepflanzten Fläche. Und auf der anderen Seite ist auch so eine Freilichtbühne mit dazugehörigem Park. Und rechts gibt es alles, was man braucht, von Fischspezialitäten, China-Thai-Bistro, Eisdiele. Alles, was das Herz begehrt. Ja, hier auf dem Platz sind die Himmelsrichtungen alle nochmal angegeben. Und schön oben drauf der Ortsname Barbe. Und dann geht man runter Richtung Strand. Ja, das ist ja auch gut. Jetzt gibt es Strandkörbe mit WLAN, damit man auch nichts mehr von seinem Umfeld mitkriegt. Hervorragend. Ja, hier vom DLRG-Turm hat man einen schönen Rundumblick über die Strandpromenade, die hinten in den Pinienwald übergeht. Schön am Strand entlang. Und dort wieder die Strandpromenade. Und hier auf der Promenade kann man es wirklich gut aushalten. Kein Wind, keine Menschen. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man nicht in der Saison unterwegs ist. Man sieht auch so auf den Wegen hierhin an den Straßen diese riesen Parkplätze, die es gibt. Also zur Saison muss hier echt der Bär los sein. Aber ist auch verständlich, ein schönes Fleckchen Erde. Wenn man hier so ein kleines Stück von der Düne wieder ins Landesinnere geht, auch wie so ein kleiner Kurpark angelegt, aber wirklich klein. Aber im Sommer bestimmt ein schöner Schattenspender. Hier das Inselparadies, Ristorante, Pizzeria, Strandbar. Wenn die offen hätten, wäre das da oben bestimmt klasse drin, ne? Schön mit seinem Partner da was essen und die Aussicht genießen. Ja, da geht es leider nicht mehr weiter. Dann gehe ich doch jetzt einfach mal in diese Richtung hier. Entgegen der Sonne. Aber hier ist echt alles total verwaist. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das hier außerhalb der Saison alles leer steht. So kommen die horrenden Preise zustande, weil die in der Saison alles abgreifen müssen, damit es die restlichen, also nicht 9 Monate auch finanziert ist. Hier hat man nochmal die Möglichkeit, auf so eine Aussichtsplattform zu gehen. Das werde ich jetzt noch machen. Und dann ist es schon fast wieder Zeit, sich zu verabschieden. Dort noch ein schöner Spielplatz. Ja, und von hier sieht der Ort gleich ganz anders aus. Was so ein paar Meter ausmachen, wenn man die höher ist.
sitzt wieder so ein recht kräftiger Rabe. Ich zoome das Ganze mal ran, weil wenn ich näher rangehe, dann haut der wahrscheinlich ab. Wobei die schon immer recht unerschrocken sind. Naja. Hier nochmal ein Blick Richtung Ostsee. Werdet ihr wahrscheinlich jetzt in den Videos oft genug gesehen haben oder des Öfteren vielleicht sogar noch sehen müssen oder dürfen. Aber es zwingt euch ja keiner, diese Videos zu schauen. Trotzdem bin ich froh, dass es so viele sind, die ähnlich mögen wie ich auch. Also, das war's mal wieder. Macht's gut, euer Markus.